Alto schlägt. Sowas nennt man Kapriolen, wenn ein Dichter sich mit einer Fliegerin vermählt. Sowas nennt man Kapriolen, wenn ein Mädchen ein modernes Doppelhütchen trägt. Sowas nennt man Kapriolen, wenn ein Liebespaar das tut, was dieser Film erzählt. Sowas nennt man Kapriolen, kurz und gut, wenn man tut, was die anderen seltsam finden, ist am Ort dieses Wort. Um das Ganze zu begründen, wenn ein Foxer so wie dieser aus dem Rahmen fällt, sowas nennt man Kapriolen, und in jedem Lande dieser höchst verdrehten Welt macht ein jeder mal, ganz bestimmt einmal, ganz verstohlen Kapriolen.